Mit dem Zombie 8e habe ich ein wirklich leistungsfähiges Modellauto von meinem Sponsor Gearbest erhalten. Auch der Zombie wird von mir in ein Roboterfahrzeug verwandelt werden, das ihr per Browser steuern könnt. Die Größe dieses Fahrzeugs und der leistungsstarke Antrieb werden es mir ermöglichen, viel Nutzlast in Form von Sensoren, Stellmotoren oder Kameras auf der Plattform unterzubringen. In diesem ersten Video werde ich das Basisfahrzeug vorstellen und nur Grundideen zum Umbau ansprechen. Details zur Steuerung per Browser und Anbauten für das Roboterfahrzeug werden in folgenden Videos gezeigt. Die Abmessungen sind 52 x 37 x 21 cm und das Fahrzeuggewicht inklusive Akku beträgt 3600 Gramm, es handelt sich definitiv um kein Leichtgewicht. Der Durchmesser der Räder von 15 cm ergibt eine Bodenfreiheit von bis zu 6 cm, womit dieses Fahrzeug auch in unebenem Gelände bewegt werden kann. Im Paket enthalten sind das Fahrzeug mit einer leichten Kunststoffkarosserie und einem Spoiler, der Fahrzeugakku inklusive Ladegerät und die Fernsteuerung im Pistolengriffdesign. Empfängereinheit, Akkus, Motor und Fahrtregler sind bereits montiert und verkabelt. Drehzahlregler und Empfänger befinden sich in Kunststoffboxen, womit die Elektronik gegen Spritzwasser geschützt ist, auf Tauchfahrt sollte man mit dem Zombie aber nicht gehen. Der Lüfter des Drehzahlreglers pfeift im Betrieb hörbar. Die Räder der Hinterachse sind mit einem Federstab verbunden und verfügen über einen recht langen Federweg. Gleiches gilt für die Räder der Vorderachse. Über eine Stellschraube kann die Härte der Federung verstellt werden. Ferner kann der obere Befestigungspunkt der Federdämpfereinheit verändert werden, womit die Bodenfreiheit und somit die Höhe des Schwerpunkts variiert wird. Angetrieben werden alle vier Räder des Zombie von einem bürstenlosen Motor vom Typ 3670 mit 2030 Umdrehungen pro Minute pro Volt. Der Antriebsstrang verläuft nicht kerzengerade, daher sorgen Gelenke in den Antriebswellen für einen Ausgleich. Insgesamt drei Differentialgetriebe sorgen für die Verteilung der Motorkraft auf die vier Räder. Mit Hilfe der Differentialgetriebe werden unterschiedliche Drehgeschwindigkeiten der Räder, zum Beispiel bei Kurvenfahrt, ausgeglichen. Das Fahrzeug ist vormontiert, lediglich die Räder müssen noch angeschraubt werden. Die kupferfarben eloxierten Radmuttern bestehen aus Aluminium und werden mit dem beiliegenden Kunststoffwerkzeug verschraubt. Mit dem beiliegenden Ladegerät, das für 2- und 3-zellige Lithium-Polymer-Akkus geeignet ist, kann der 3S-Akku mit einer Nennspannung von 11,1 Volt und einer Kapazität von 2600 mAh geladen werden. Es handelt sich um kein Hochleistungsladegerät, der maximale Ladestrom beträgt nur 1 Ampere. Damit ist der Akku nach nicht ganz 4 Stunden voll geladen, was durch die grüne LED angezeigt wird. Die Fernsteuerung benötigt 4 AA-Batterien oder Akkus, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Nach dem Einschalten der Fernbedienung und dem Verbinden des Akkus mit der Fahrzeugelektronik kann's losgehen. Den kleinen Taster neben dem Einschalter halte ich kurz gedrückt und lasse diesen sofort nach dem Einschalten wieder los, um den Fahrtregler auf die Fernsteuerung abzustimmen. Die Pieptöne zeigen an, dass der Fahrtregler bereit für den Kalibrierungsvorgang ist. Mit dem Gashebel in Neutralstellung wird der Taster erneut gedrückt, was der Controller mit einem weiteren Piepton quittiert. Nun wird der Gashebel auf maximal vorwärts gebracht und der Taster erneut gedrückt, es ertönen zwei Piepsignale. Jetzt den Gashebel ganz nach hinten drücken und den Taster erneut betätigen, es ertönen drei Piepsignale. Wird der Gashebel losgelassen, so sind wiederum drei Pieptöne zu hören, womit die Kalibrierung abgeschlossen ist. Der Motor kann nun vorwärts und rückwärts angesteuert werden. Ferner ist eine Bremsfunktion einprogrammiert. Wird nach Vorwärtsfahrt nicht gebremst, sondern ausrollen lassen, so muss der Gashebel zweimal nach hinten gedrückt werden, um auf Rückwärtsfahrt zu schalten.
Die Mittelstellung der Lenkung kann mit Hilfe eines Potentiometers an der Fernsteuerung justiert werden. Mit einem zweiten Drehknopf kann der Maximalausschlag begrenzt werden, womit je nach Fahrsituation entweder die Lenkung feinfühliger zu bedienen ist oder ein kleinerer Wendekreis ermöglicht wird. Per Schalter kann die Drehrichtung der Lenkung umgekehrt werden. Auch der Gashebel kann über zwei Potentiometer eingestellt werden. Mit dem unteren Drehknopf wird die Neutralstellung justiert. Der obere Drehknopf ist auch hier mit der sogenannten Dual Rate Funktion belegt, es werden also die Maximalwerte des Gashebels begrenzt. Wenn dieser Wert verstellt wird, muss unter Umständen auch die Neutralposition neu justiert werden, da ansonsten mitunter nicht mehr zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt gewechselt werden kann. Mit der Dual Rate Funktion wird langsames Fahren erleichtert. Auch die Richtung des Gashebels kann per Schiebeschalter umgekehrt werden. Bereits im Leerlauf zieht der Motor einen Strom von mehr als 7 Ampere. Beim Hochdrehen mit den Rädern in der Luft sind es sogar über 30 Ampere, hier wird hohe elektrische Leistung und Bewegung umgesetzt. Die maximale Spannung für den Motor ist mit 14,8 Volt, der Leerlaufstrom mit 4 Ampere angegeben. Auf geht's zu einer ersten Testfahrt. Wie zu sehen ist der Zombie ein sehr leistungsstarkes Fahrzeug. Um die Maximalgeschwindigkeit zumindest grob ermitteln zu können, habe ich eine Halterung für mein Smartphone gedruckt und eine entsprechende App installiert. Auf der Teststrecke wird eine Höchstgeschwindigkeit von 45,5 km pro Stunde angezeigt. Mit dem Fahrzeuggewicht von 3,6 kg ergibt sich somit eine kinetische Energie von 287 Joule, die in dem Zombie steckt, wenn dieser mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs ist. Bei einer Kollision hinterlässt das mitunter teure Spuren. Es handelt sich hier also um kein Kinderspielzeug, sondern um einen kleinen Rennwagen für die großen Buben. Das robuste Fahrwerk mit den weichen Reifen verträgt Sprünge sehr gut. Missglückte Landungen können aber Spuren an dem Fahrzeug hinterlassen. Die Liste an Ersatzteilen ist umfangreich, zumindest an einem Zombie kann man die Spuren eines Unfalls wieder reparieren. Ich bin nicht sonderlich geübt im Fahren solch schneller Modellautos, dennoch hat das Fahrzeug meine Testfahrten unbeschadet überstanden. Einzig eine Schraube habe ich verloren, es lohnt sich also hin und wieder zu kontrollieren, ob noch alle Teile festsitzen. Ich habe das Fahrzeug geordert, da ich aus diesem einen geländegängigen Rover bauen möchte. Für eine Steuerung per Browser über tausende von Kilometern hinweg ist vor allem langsames Fahren gefragt. Das klappt auf topfebenem Untergrund recht gut, die Dual Rate Funktion am Gashebel macht's möglich. Der Allradantrieb und die große Bodenfreiheit ergeben ein sehr geländetaugliches Fahrzeug. Auf nicht allzu unebenem Untergrund wird langsames Fahren schon kniffliger, hin und wieder ist Gas geben angesagt und dabei macht der Zombie immer einen kleinen Satz in Fahrtrichtung. Besonders in Rückwärtsfahrt lässt sich der Gashebel nicht allzu gut dosieren. In sehr rauem Gelände wird das richtige Dosieren des Antriebs bei Schleichfahrt richtig knifflig und hier bereiten auch die drei Differentialgetriebe Probleme. Befindet sich bei langsamer Fahrt ein Rad in der Luft, so wird die Antriebsenergie auf dieses geleitet und verpufft nahezu wirkungslos. Der Zombie ist für schnelles Fahren konzipiert,
Da machen sich die Differentialgetriebe positiv bemerkbar. Eine mechanische Bremse wird ebenfalls benötigt, da sich das Fahrzeug ansonsten in abschüssigem Gelände auch ohne aktiviertem Antrieb in Bewegung setzt. Diese Probleme lassen sich entweder rein mechanisch oder mittels Sensoren und Elektronik beseitigen. In erstem Fall werden die Differentialgetriebe blockiert und eine größere Untersetzung eingebaut. Im zweiten, deutlich anspruchsvolleren Fall werden Sensoren für die Drehgeschwindigkeit aller Räder und entsprechende Radbremsen benötigt. Als Nutzlastdummies habe ich Bleiakkus mit einem Gewicht von 1100 Gramm montiert und wie zu sehen kommt der Zombie mit dem Zusatzgewicht gut klar. Motorleistung ist im Überfluss vorhanden. Ausreichend Platz für viele Sensoren und Aktuatoren gibt's auf dem Chassis ebenfalls. Bei einem günstigen Fahrzeugpreis erhält man reichlich Kapazität für viele Experimente auf einem stabilen Chassis, wie zu sehen habe ich den Zombie während der Tests nicht geschont. Die Steuerung von Lenkung und Drehzahlregler erfolgt über Pulsweitensignale, die mit einem Mikrocontroller einfach generiert werden können. Einen Raspberry Pi als zentrale Steuereinheit zu implementieren, ist also problemlos möglich. Mehr zum Zombie als browsergesteuertem Rover gibt's in weiteren Videos und auf meinen Seiten. Dort könnt ihr auch die Steuerung dieses Monster Trucks übernehmen, wann immer das Fahrzeug in meinem Robospatium mit geladenem Akku online ist. Neben dem Zombie gibt's dort weitere Roboter, die rund um die Uhr gefahren werden können. Probiert's mal aus. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald.